Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute haben wir für dich drei richtig gute Schnelligkeitsübungen, die du zu Hause machen kannst. Alles, was du brauchst, sind vielleicht 2, 3 Stangen, ein paar Hütchen und dann kann es schon losgehen. Wir trainieren heute die zyklische Schnelligkeit, azyklische Schnelligkeit und auch die Antrittsschnelligkeit. Deswegen unbedingt nachmachen und dadurch ein besserer Fußballer werden. Erste Übung sieht wie folgt aus. Du baust dir einfach hier ein paar Hütchen auf. Hier ist ein Hütchen, dann habe ich da eine Stange. Da laufe ich dann einmal drum. Dann ist da die nächste Stange. Laufe ich quasi von links rum zum blauen Hütchen. Sidesteps nach links, so schnell es geht. Und dann von dem orangen Hütchen, so schnell es geht, hier zurücklaufen. Wir trainieren hierbei vor allen Dingen eben die azyklische Schnelligkeit und dass man es schafft, schnell die Richtung ändern zu können. Versuch wirklich hierbei, so schnell es geht, besonders um die Hütchenstange rumzulaufen und dich richtig vom Boden abzudrücken. Genau diese Situation ist immer wieder im Spiel, dass du versuchst, einen Zweikampf zu gewinnen, indem du ganz schnell vom Gegner wegkommen möchtest. Zweite Übung sieht wie folgt aus. Wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr die Reaktionsschnelligkeit trainieren. Und zwar stehe ich hier bei diesem Hütchen und es gibt jetzt 3 Zahlen, zum Beispiel 1, 2 und 3. Ich tippe auf der Stelle und wenn Luca, also einfach eine zweite Person, 1 sagt, dann mache ich eine 180-Grad-Drehung. Dann tippe ich weiter. Wenn Luca beispielsweise 2 sagt, mache ich eine 360-Grad-Drehung. Also spring einmal wieder komplett rum. Wenn Luca jetzt 3 sagt, mache ich einen Liegestütz und gehe hoch. Also trainieren wir dabei die Reaktionsschnelligkeit, weil Luca verschiedene Zahlen sagt. Und wenn er Hep ruft, dann sprinte ich zum, ich sag mal, 8-9 Meter entfernten Hütchen. Es kann auch sein, dass Luca vielleicht mal 1, 3, 2 sagt und dann Hep. Ja, also versuch du auch zu sagen, dass dein Partner eben nicht nur eine Zahl sagt, sondern mal 2, 3 Zahlen hintereinander. Einfach mal zuschauen und nachmachen. Zwei, eins, drei, eins, hepp. Eins, eins, drei, zwei, hepp. Kleiner Einschub, bitte achte darauf, bevor du die ganzen Übungen machst, dass du dich richtig aufwärmst. Besonders beim Schnelligkeitstraining ist es ganz, ganz entscheidend, dass deine Muskulatur aufgewärmt ist. Sonst erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit immens, dass du dich verletzt. Also bitte, bitte achte darauf, dich vor diesem Schnelligkeitstraining immer richtig aufzuwärmen. Mindestens 10, 15 Minuten. Wenn du dazu ein paar Übungen brauchst, check einfach mal dieses Video ab. Jetzt geht's weiter mit der dritten Übung. Dritte Übung sieht wie folgt aus. Ich habe hier ein Hütchen für dich aufgebaut und dann ein Viereck. Und in dem Viereck sind jetzt 5 verschiedene Hütchen, sollen einfach 5 verschiedene Gegenstände darstellen. Du baust dir das zu Hause genau gleich auf und sprintest dann in dieses Viereck, holst dir einen Gegenstand, läufst langsam zurück zu deinem Ausgangshütchen, legst das Hütchen hin und sprintest wieder zum nächsten und holst dir das nächste Hütchen bzw. den nächsten Gegenstand. Ich zeige es dir einfach mal vor und dann kannst du es nachmachen. Bei dieser Übung trainieren wir nicht nur die Antrittsschnelligkeit, sondern auch das Abstoppen, was für dich als Fußballer natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Nachdem du 4, 5 Gegenstände geholt hast, machst du dann mindestens 1 Minute Pause. Besser sind sogar 2 Minuten und dann kannst du das Ganze eben nochmal aufbauen. Und davon insgesamt ungefähr 4, 5 Sätze.
Das war das komplette Video. Wir hoffen sehr, dass dir das Video gefallen hat, dass du diese drei Übungen für dich in Anspruch nehmen kannst und zu Hause nachmachen kannst. Bitte, bitte achte darauf, dich vor der Einheit richtig aufzuwärmen und viel, viel Pause zwischen den einzelnen Sätzen zu machen. Ansonsten hoffen wir sehr, dass dir das Video gefallen hat. Hinterlass unbedingt ein Like und einen Kommentar. Abonniere uns, wenn du es noch nicht gemacht hast und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und schau auch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es jeden zweiten Tag einen neuen Beitrag von uns, um dich als Fußballer, als Fußballerin zu verbessern. Und ansonsten wünschen wir dir alles, alles Gute, viel Spaß beim Trainieren und haben nichts mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.